Grüß Gott und hey ho, was geht ab, meine lieben Freunde, ich bin's euer Only Alings. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und ihr seht da gerade meine Statistik eingeblendet, wie viele Leute, die meine Videos schon einfach keine Abonnenten sind. Ändert das einfach mal, ich weiß sowieso, dass das Video hier nicht so viele Aufrufe bekommen wird, weil ich einfach ziemlich lang nicht, also keine Videos gebracht habe, keine Streams gebracht habe. Und das hat auch den Grund, dass Nordlicht down ist. Also Nordlicht existiert derzeit nicht und darüber möchte ich heute in dem Video sprechen. Ich habe mir so ein kleines Konzept geschrieben, was ich alles sagen möchte, wie ich das so ein bisschen erklären möchte. Und ich würde sagen, wir beginnen mit Punkt 1. Also zum einen geht es erstmal um Nordlicht und viele sollten Nordlicht kennen als den Server, wo ich immer gestreamt habe, beziehungsweise immer noch streamen werde. Und der Server ist down. Liegt daran, dass es ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, auch als Außenstehender jetzt Streit zwischen den Developern gab. Die Developer haben dann letztendlich den Server gelöscht mit sämtlichen Drum und Dran. Ich glaube, dazu gehört das Forum, der 5M-Server und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch der TeamSpeak. Und der auf dem Backup-Server war halt irgendwie übelst lang anscheinend kein Backup drin. Also da war noch der VRP-Server online und Nordlicht VRP, das ist eine andere Story, da war ich auch noch nicht bei Nordlicht. Und ja, Nordlicht ist seitdem down. Es wird halt laut Informationen dran gearbeitet, an einem neuen Server, an Nordlicht 2.0, also Nordlicht Roleblade 2.0, wird auch wieder ein ESX-Server und wer da einfach Lust hat, ein paar mehr Informationen zu bekommen, schaut einfach mal im Discord-Link, den ich unten in die Beschreibung gepackt habe. Und man kann nicht sagen, wann der Server fertig wird, beziehungsweise wann man sagen kann, okay, man kann drauf spielen und der wird auch released. Das ist eine Sache, die entscheidet die Serverleitung in Zusammenarbeit mit den Entwicklern. Und ich als Außenstehender weiß nur, dass es maximal 2 Monate dauern sollte, sprich auf spätestens Ende des jetzigen Monats könnten wir uns schon auf den Server freuen, denn dann erreichen wir die 2 Monate ungefähr. Und natürlich sinkt damit auch die Community von Nordlicht. Also ich will jetzt gar nicht mal wissen, wie viele einfach schon den Discord von Nordlicht verlassen haben, nur weil Nordlicht nicht so lange online ist und das zerstört halt übelst die Fanbase. Ich merke es ja selber, in der Zeit, wo ich jetzt hier inaktiv war, habe ich auch ziemlich viele Zuschauer mit Sicherheit verloren. Und ja, deswegen lass einfach mal ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Das würde mich mega freuen, denn so pusht ihr wieder ein bisschen meine Stats und dann sehen mich vielleicht wieder mehr Leute, dass ich auch wieder Content bringe. Und ja, gut, kommen wir zum zweiten Punkt, jetzt mal ein bisschen abschweifen von Nordlicht. Das liegt, also was daran liegt, dass Nordlicht halt derzeit down ist, überlege ich derzeit, beziehungsweise habe mir in den letzten Wochen auch ziemlich viel überlegt. Was kann ich auf meinem Kanal jetzt noch in der Zeit, wo Nordlicht down ist, bringen? Ich habe übelst Bock, was zu machen. Ich habe übelst Bock, irgendwie Content zu produzieren. Aber weiß nicht was. Denn im Endeffekt dürft ihr entscheiden. Und meine Haare sind auch komplett broke. Also im Endeffekt solltet ihr entscheiden. Und das Video dient auch dazu, dass ihr unten mal in die Kommentare schreibt, was, ja, also was ihr sehen wollt auf dem Kanal. Ich kann ziemlich viel machen. Ich kann auf ein paar andere Nordlicht-Server. Auf jeden Fall auf ein paar andere 5M-Roleplay-Server joinen und da einfach mal schauen, wie die Systeme sind, vielleicht ein paar Tipps geben, das Ganze dann als Livestream-Form oder als Videoform. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit oder halt einfach komplett random irgendwas zocken mit ein paar Leuten. Schreibt bitte in die Kommentare, denn ich werde das bringen, was euch Spaß macht, also wo es euch Spaß macht zuzuschauen. Ist ja irgendwie sinnlos, wenn es mir Bock macht, wenn ich meine Videos selbst schaue und das ist komisch. Nun fragen sich sicherlich auch noch ein paar Leute, was denke ich, wie lange dauert es noch mit Nordlicht? Und ich persönlich war ja auch mal der Head-Entwickler bei einem 5M-Server. Und ich persönlich für mich muss sagen, also so langsam, also ich habe auch einige Leaks schon gehört, was Nordlicht angeht, von Systemen her und von Features. Und ich sag mal so, die größte Arbeit ist tatsächlich das Konfigurieren von Scripts und nicht das Raussuchen von Scripts. Weil ziemlich viele Scripts sind so natürlich auf Standard dabei, damit man halt den 5M Roleplay Server machen kann. Und viele Scripts sind dann einfach nur ein paar extra Features. Und die dann zu überarbeiten mit ein paar wirklich einzigartigen Features, das ist das Schwere. Es ist nicht das Schwere, irgendwie Scripts rauszusuchen und zu installieren. Also ich persönlich für mich denke, mit den 2 Monaten, die gesagt wurden, liegt so das Team von Nordlicht gar nicht mal schlecht. Also ich denke spätestens diesen Monat, also Ende diesen Monats, sollte der Server auf jeden Fall online kommen. Was ich natürlich auch hoffe, denn ich habe richtig Bock wieder 5M Roleplay zu streamen. Zwar nicht so aktiv wie früher, denn ich habe privat auch ein bisschen was jetzt in letzter Zeit mehr und mehr zu tun. Da kann ich ja vielleicht mal in der Storytime in irgendeinem Stream drüber reden.
Und ja, dann würde ich sagen, war es auch schon von dem Video. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Ihr seht nochmal die Statistik, wie viele Zuschauer tatsächlich keine Abonnenten auf meinem Kanal sind. Und ich muss sagen, wow, das ist echt viel. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst ein Like da, also eine positive Bewertung auf dem Video. Das würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder oder im nächsten Stream. Macht's gut. Ciao, Leute.